Damen und Herren, herzlich willkommen. Schön, dass Sie eingeschaltet haben. Herzlich willkommen zu Aktien im Fokus für Dienstag, den 24.03.2015. Mein Name ist Dennis Gürtler. Lassen Sie uns direkt mit dem DAX beginnen. Der heutige Handelstag wird natürlich auch ein wenig überschattet von dem Absturz der Flugzeugmaschine, hier einer Lufthansa-Maschine. Lufthansa gibt darauf 3% nach. Die Aktie hat den DAX kurzfristig mit nach unten gezogen. Nichtsdestotrotz ist es ein durchaus grüner Handelstag für den DAX heute. Wir haben hier immer noch den übergeordneten aufwärtsgerichteten Trend. Soweit ist alles in Ordnung, vorrangig vor allem, weil hier noch diese letzten Tiefs inklusive diese Trendlinie hält. Das heißt, noch ist der DAX als Long zu sehen, ausgehend von diesem Niveau, das ich Ihnen gerade markiert habe, aber natürlich auch ausgehend hier von dem Bruch dieser Widerstandsmarke. Über 12.000 wäre der DAX eigentlich noch zu kaufen. Solange also hier diese Marke hält von 11.720 Punkten, 11.700 Punkten, ist der DAX weiterhin long zu sehen. Sobald es allerdings unter diese Marke geht, kann man damit rechnen, dass wir dann hier eine Korrektur sehen. Also noch ist der DAX long, solange er über der 11.700er Marke pendelt. Auch der Dow Jones zeigt sich momentan noch stark und ja, da gibt es jetzt noch keinen Grund, nervös zu werden. Anbei hier vielleicht schnell den Dow Jones eingeschoben. Der pendelt momentan hier leicht seitwärts gerichtet in der 150-Pip-Range. Und ja, das ist man noch weit entfernt von Short-Positionen. Also wenn er jetzt hier nochmal über 18.210 Punkte ansteigen kann, dann erwarten wir hier einen Kursschub von 130 Punkten. Da gibt es momentan noch keine Bedenken, noch nicht. Die amerikanischen Indizes zeigen sich hier sehr stark. Ja, was das Thema Aktien angeht, habe ich Ihnen natürlich heute wieder was mitgebracht. Die Adidas-Aktie gefällt mir ganz gut, ist ein Turnaround-Kandidat, war lange Zeit schwach. Pullback hier an das letzte Hoch. Wir gehen von weiter steigenden Kursen aus. Man kann auch etwas defensiver vorgehen und nochmal warten, ob die Aktie hier dieses letzte Hoch überwinden kann. Aber prinzipiell hat die Adidas-Aktie hier noch Nachholbedarf und wir erwarten hier weiter steigende Kurse in diesem Wert. Wir erinnern uns ja, wir hatten im Bereich hier der 70er-Marke sehr, sehr enttäuschende Quartalsergebnisse nach der WM 2014 in Brasilien. Und davon hat sich die Aktie kaum erholen können. Seit das war so kurz nach Ende der WM, August 2014, setzte die Aktie dann hier zu einem Seitwärtstrend an und konnte diesen jetzt nach oben hin aushebeln. Gefällt mir an dieser Stelle gut. Die Allianz ist weit überlaufen in der Form. Auch hier nochmal der Hinweis, 150er Marke ist mit Sicherheit ein Kurslevel, zu dem man nochmal kaufen kann. Alternativ bildet er jetzt hier eine Seitwärtskonsolidierung aus, die dann beispielsweise hier nach oben bullisch ausgehebelt wird. Aber was ich auf jeden Fall sehen will, ist entweder diese zeitliche Korrektur mit dem Ausbruch nach oben oder eben die preisliche Korrektur. In jedem Fall will ich sehen, dass die Aktie jetzt erstmal kurzfristig konsolidiert, damit wir hier im Prinzip, machen wir mal alles weg, nach dieser Bewegung, die wir jetzt eben auch hier gesehen haben, setzt auch hier eine zeitliche Korrektur ein und ich will entweder diese zeitliche Korrektur oder die preisliche Korrektur. In ein oder anderen Fall muss er hier liefern, damit es weiterhin interessant bleibt. Aber der Trend ist völlig intakt noch. Ja? Also da gibt es jetzt keinen Grund, hier skeptisch zu werden. Dann Commerzbank. Wir hatten hier die Long-Position fokussiert nach dem Bruch dieser Dreiecksformation. Schöner Ausbruch über die 12er-Marke, konnte bis auf die 13 ansteigen. Soweit gefällt mir das ganz gut. Auch da nochmal der Hinweis, jetzt kommt eine nächste Ausbruchsmöglichkeit, nämlich hier die 13er-Marke. Man sieht deutlich, der Kurs hatte in der Vergangenheit Probleme, dieses Kursniveau nach oben hin zu durchstoßen. Im Gegenteil, permanent gab es hier Rücksetzer. Vorrangig ist natürlich dieses Level dafür verantwortlich, dass es hier in der Vergangenheit größere Korrekturen gab. Naja, und man sieht hier deutlich, jedes Mal zog er da mehr oder weniger an der 12,50 bis 13er Marke zurück. Sollte es also jetzt über die 13er Marke gehen, erwarten wir in der Commerzbank-Aktie einen weiteren bullischen Impuls. Ausgehend von diesem Level sollte die Aktie dann hier bis in den Bereich von 15 Euro ansteigen können. Allerdings eben erst nur dann, wenn die 13er Marke auf Tagesbasis verteidigt werden kann.
Die Freenet-Aktie ist ausgebrochen. Vielleicht erinnern Sie sich, wir hatten hier die Seitwärtsphase. Jetzt kam der Ausbruch. Long-Positionen sind aktiv. Stop-Loss kann hier, machen wir es mal vielleicht am besten in Rot, Long-Positionen können hier gestoppt werden unter diesem Zwischentief. Und ausgehend von diesem Level sollte die Aktie jetzt eigentlich weiter ansteigen bis in den Bereich von 29 bis 30 Euro. Der aufwärtsgerichtete Trend ist völlig intakt. Fresenius Medical Care, zwei Einstiegsmöglichkeiten. Fresenius SE. Fresenius Medical Care hatten wir schon in der Vergangenheit. Jetzt mal die SE. Hier würde ich abwarten. Momentan ist die Aktie in einer kleinen Konsolidierung. Ist auch nicht verwunderlich. Ich meine, wir hatten jetzt einen aufwärtsgerichteten Schub. Der ging von 46 auf 56. Das ist natürlich schon enorm. Und auch hier ein ähnliches Bild wie bei der Allianz. Also entweder er macht uns hier noch eine Korrektur hin in dem Bereich, beispielsweise zwischen 54 und 56, Seitwärtsphase, bricht dann eben long aus. Oder die Korrektur dehnt sich aus und kommt dann hier in den Bereich dieser letzten Hochs. Ja, wenn wir uns einfach mal das hier markieren, dann würde ich hier erst wieder kaufen. Frühestens. Also entweder nach der Konsolidierung über 56 oder nach der Konsolidierung bei 52. Nächster Kandidat ist Hugo Boss, da nochmal der Hinweis, Seitwärtsphase aktuell konsolidierend 113 und 120 Euro. Das sind die wichtigen Marken, die wir hier momentan vorliegen haben. Über 120 Euro sollte die Aktie dann sollte erstmal Platz sein bis in den Bereich von 125 und 130. Der Stop-Loss kann dann unter diese Range gesetzt werden. Das bedeutet, wenn wir hier bei 120 das Ding eingehen und das der Stop-Loss ist, die Distanz, dann sind das hier so, naja, um die 7 Euro. Das bedeutet, wir müssen Minimum, wenn wir 7 Euro riskieren, müssen wir Minimum 10 rauskriegen. Also 1 zu 1 ist mir zu wenig als Chance-Risiko-Verhältnis. Die Frage ist also, wie wahrscheinlich ist es, dass wir hier diese 7 Euro rauskriegen? Naja, also angesichts des Trends, angesichts der übergeordneten Situation kann man schon davon ausgehen, dass er Minimum bis zur 130er Marke läuft. Das ist dann vielleicht kein Trade, mit dem man reich wird, aber das ist sowieso kein Videoformat, was wir hier täglich produzieren, um reich zu werden, sondern um solide die Chancen auszuloten. Und wenn Trades nicht klappen, ist es nicht schlimm. Hauptsache, wir riskieren weniger oder versuchen, das Risiko so gering wie möglich zu halten. An der Börse geht es ja nie um Gewinne, sondern immer nur um die Verluste. Wer nichts verliert, hat alles zu gewinnen. Das ist das Motto dieses Videoformats, kann man so sagen. Und von daher passt das soweit ganz gut. Take Profit wäre zumindest hier mit 10 Euro, hier zu erwarten. Das CRV passt soweit. 10 zu 7 ist in Ordnung. K plus S, Long-Positionen jetzt sind eindeutig zu bevorzugen. Der Trend ist absolut intakt und dagegen anzutraden, das ist meistens nur frustrierend. Wir erwarten jetzt ausgehend von diesem Kursniveau steigende Kurse. Spätestens, also bei 30,50, spätestens bei 29 Euro sollte die Aktie hier ansteigen. Zwingende Bedingung für den Trade ist, dass wir hier, dass wir hier nicht unter diese letzten Tiefs fallen. Das ist ganz, ganz wichtig. Darunter ist der Stop-Loss zu setzen. Das heißt, auch hier können wir mal das Ganze theoretisch durchspielen. Wir handeln das als Zweiersplit. Bedeutet 50% der Positionsgröße jetzt, 50% bei 29,20. Das heißt, wir haben einen durchschnittlichen Einstiegskurs von hier in dem Fall 30 Euro. Der Stop-Loss wäre dann zu setzen so knapp bei 27. Das sind 3 Euro. Das heißt, unser Risiko beträgt 3. Und jetzt ist natürlich die Frage, wo wäre hier Minimum das Take Profit oder der Take Profit? Der wäre hier bei 34. Ausgehend von 30 wären das 4 Euro. Das heißt, wir haben hier ein Chance-Risiko-Verhältnis, zumindest wenn wir bis zum letzten Hoch gehen, von 4 zu 3. Das ist, was ist das hier? Es ist ein knappes. Das ist ein knappes 1,3, ne? Ja, 1,3, 1, Periode 3. Ich meine, wenn man den Trade noch eng gestoppt weiterlaufen lässt, dann ist das okay. Aber auch da wichtig ist, weniger riskieren, als dass man gewinnen kann. Im Idealfall kriegen wir hier sogar 6 Euro raus, dass wir zumindest ein Chance-Risiko-Verhältnis von 2 zu 1 haben. Ja, das sollte man immer bedenken.
Nächster Kandidat Metro, bleibt weiterhin bullisch. Es gibt zwei Einstiegsvarianten. Einmal hier unten, 28 Euro. Zum einen untere Nackenlinie dieser inversen SKS-Formation, hatten wir schon vorgestellt. Zum anderen, ich schreibe es mal schnell dazu, die Nackenlinie inklusive Trendlinie, also hier unten, klar, Tages-EMA 200. Aber es fällt natürlich auch auf, dass die Aktie hier spätestens in diesem Bereich an etwas stärkere Widerstände kommt. Über diesen Widerständen wäre die Aktie ebenfalls auch nochmal ein Kauf, sollte man im Auge behalten. Ganz schön viele Aktien heute. Siemens haben wir zum Kauf vorgeschlagen, bleibt weiterhin intakt, nur um da nochmal einen Bezug herzustellen. Wir gehen davon aus, dass die Siemens-Aktie hier ausgehend von diesem Level, Test der Tages-50er, dass sie hier jetzt nach oben hin sich entwickeln sollte, spätestens in diesem Bereich von 96 Euro. Vorletzte Aktie, Südzucker konfrontiert hinsichtlich der Absprachen, Preisabsprachen. Hier droht eine Klage. 3 Millionen stehen im Raum. Das würde selbst ein Unternehmen wie Südzucker unter enorme Probleme oder in enorme Problemsituationen bringen. Momentan gibt es hier zwei Varianten, die man oder drei Varianten, die man traden kann. Ich mache das mal am besten mit Zahlen. Zum einen Long-Ausbruchstrade bei der 1, Long-Trade bei der 2, ganz, ganz eng gestoppt und der Short-Trade eben hier auch bei der 2. Ja, das ist in dem Fall also das erste Setup, das grüne Setup bis im Fall einer Trendwende. Ja, wir kehren das Marktmuster um. Das wir hier haben, momentan ist es ja abwärts bzw. seitwärts gerichtet. Und da wäre hier erst die Trendwende zu traden über 14 Euro, vor allem mit einem Tagesschlusskurs. Alternative, man tradet das Ding long bei 10,10, also 10 Euro 10 Cent. Hier stoppt das sehr, sehr eng, ist ein Counter-Trade. Dritte Variante, er bricht direkt durch, dann würde ich hier shorten. Ja. Es geht vorrangig nicht darum, herauszufinden, was der Kurs in der Zukunft machen wird. Letztendlich ist es völlig egal. Er kann bei der 1 Long durchbrechen oder bei der 3. Hauptsache, wir wissen, wo Bewegung entsteht. Und das sind hier diese Marken. Wichtig ist der Plan. Was der Kurs am Ende macht, ist egal. Genauso hier RTL Group. Auch da ist es letztendlich egal, ob er durchbricht oder ob er nicht durchbricht, wann er durchbricht. In der Form geht es hauptsächlich darum, dass der aufwärts gerichtete Trend völlig intakt ist. Er konsolidiert momentan hier dieser leichten Anstiege von 70 auf 88, leicht ironisch. Die ist ja einfach nur durchgestiegen ohne nennenswerte Korrektur. Momentan geht es hier seitwärts zugange und auch da ist natürlich bei der RTL Group die Long-Position über der 90er zu bevorzugen. Stop-Loss knapp hier unter diesen letzten Tiefs. Das bedeutet auch hier, wir müssen diese Distanz, die wir hier an Stop-Distanz haben, die müssen wir hier Minimum eigentlich zweimal rauskriegen. Ja, also der Take-Profit muss dann hier locker an der 100er liegen. Aber Sie sehen, es gibt noch zahlreiche Chancen im Aktienmarkt. Man muss natürlich ein bisschen Geduld haben, aber prinzipiell ist da noch einiges zu holen. Ich hoffe, das Video hat Ihnen gefallen. Wir sind am Ende angelangt. Eine Menge Aktien hatten wir in der Analyse. Wir hören uns morgen Mittag wie gewohnt wieder, dann zur Mittwochsausgabe für den 25.03. Mein Name ist Dennis Gürtler. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Good Trades und wenn Sie mögen, bis bald. Auf Wiedersehen.